bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Wurde damals 1903 hier ausgestellt bei der Kunstausstellung am Grünschen Garten in der Kunstakademie. Ne? 1903, das war während der Kunstakademie die Zeit, als Karl May und Sascha Schneider sich kennengelernt haben. Also die haben sich dort bei der Kunstakademie, also May war mit seiner Frau dort und die haben sich die Bilder unter anderem auch von Sascha Schneider angeguckt und so ist der Kontakt entstanden und eine Freundschaft, die darin resultierte, dass der Maler Sascha Schneider für Karl May dann verschiedene Werke für den Shatterhand gemalt hat, aber auch für vor allem seine Bücher, also die Deckelbilder seiner gesammelten Werke neu illustriert und gezeichnet hat. Also im Prinzip begann das Ganze mit den Bildern, unter anderem dieses, was man 1903 gesehen hat. Also die Mays haben dieses Bild 1903 hier in den Grünschen Terrassen in der Kunstausstellung gesehen und haben daraufhin Kontakt mit dem Künstler Sascha Schneider aufgenommen. Und in den 20er Jahren gab es dann, also der Kontakt bestand auch über den Tod von Karl May hinaus, weiter mit dem Witwe, mit Clara May, bis zum Tod von Schneider selber, der 1927 gestorben ist. Und in den 20er Jahren gab es einen Briefwechsel zwischen Frau May und Schneider, der Clara May dieses Bild geschenkt hat. Also es war dann eine Schenkung an Clara May, ich glaube 1922, da ist bei Frau Starke drin. Aber mit dem Hintergrund, dass aufgrund der Größe dieses Bildes eigentlich gar kein Platz da war. Also es wurde wohl, es steht in den Briefwechseln drin, ich schenke Ihnen das, aber den Platz müssen wir dann noch gucken, wo wir das mal aufhängen. So gehen wir davon aus, dass dieses Bild eigentlich seit 1903, seitdem es hier in der Ausstellung war, nachdem es hier abgerangen wurde, dann wahrscheinlich auf eine Rolle gebracht wurde, wurde aufgerollt, kam dann in die Müller Shatterhand und wurde eigentlich seitdem in dieser Form nie wieder groß gezeigt. Ist ja der Karl-May-Verlag nach Bamberg übergesiedelt 1960 und hat einen ganzen Mobiliaren Nachlass von Karl-May aus der Müller-Shatterhand mitgenommen. Unter anderem dieses Bild, das wurde also abgekauft und es ging mit nach Bamberg, war da über die Jahrzehnte eingelagert. Ich glaube, in den 80er Jahren wurde es dann noch einmal bei einer Ausstellung in Westdeutschland irgendwo gezeigt, in Wiesbaden. Die haben das nochmal ausgestellt. Oder gab es noch andere Ausstellungen? Wiesbaden, ne? In den 80ern Wiesbaden. Und dann kam es durch den Rückkauf, das ist alles ein bisschen kompliziert, durch den Rückkauf 1994 des Mobiliaren Nachlasses von Karl May, also seine historische Bibliothek, Arbeitszimmer und die Kunstgegenstände von Sascha Schneider, kam dieses Bild wieder schließlich zurück nach Radevoll in die Villa Shatterhand, also in den Besitz der Karl May Stiftung. Und seitdem stand dieses Bild jetzt seit 1994 eben aufgerollt in einem unserer Lagerräume und hatte da der Dinge, was man mal damit vorhaben könnte. Es ist ein sehr interessantes Bild, weil es eines der großen Monumentalgemälde von Schneider ist und der frühen Monumentalwerke, wo es gar nicht mehr so viel davon gibt. Ich glaube, dieses Bordeaux, was er noch dazu gemalt hat, um die Wahrheit, das ist, glaube ich, heute verschollen. Ne? Es gibt noch eines seiner größeren Werke im Albertinum, was auch ausgestellt ist. Und dieses Bild ist eigentlich ein ziemlicher Schatz, ein großes Highlight. Und wir haben immer überlegt, ja, was kann man mit dem Bild anstellen? Wir hatten dann im letzten Jahr das Gespräch mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und da kam es dann dazu, dass wir auch im Zuge für unseres Neubauprojektes eine gemeinsame Partnerschaft eingehen wollten. Ne? Frau Kasch ist ja heute für die Sparkasse da, ne? Als Fördermittelgeber, dass wir gesagt haben, okay, wir starten mit dem Projekt der Restaurierung dieses wertvollen, seltenen Gemäldes von Sascha Schneider. Es wird also aufwendig restauriert. Und zu viel verraten, die Kosten liegen bei über 60.000 Restaurierungskosten. Ne? Und die Sparkasse wird also sich an der Hälfte beteiligen und von daher haben wir die Möglichkeit, dieses Bild jetzt restaurieren zu lassen, bis zum Neubau. Im Neubau wird es dann einen entsprechenden Platz auch bekommen als Dauerort. Und bis dahin haben wir die Möglichkeit, wenn wir dann fertig sind mit der Restaurierung, dass wir es dann im Landesarchiv unterbringen können. Stadtarchiv, genau. Im Lesesaal wird es vorübergehend dann gezeigt werden. Also ist dann auch vorübergehend.
Okay. Genau, genau. Ja, und jetzt zur restauratorischen Arbeit würde ich jetzt mal an Sie beide verweisen, an die Restauratorin, die ja das Ganze hier gerade schon bearbeitet. Ich glaube, seit Juni. Juni haben wir es also vor. Juni haben wir es genau. Hierher transportiert. Genau. Ja, und es war ja aufgerollt auf einer Stange. Und als es dann hierher kam, mit Herrn Leipold auch zusammen, dann haben wir es dann ausgerollt langsam. Und als erster Arbeitsschritt stand dann die Festigung der Mahlschichtschollen an. Also wir waren eigentlich ganz froh, dass doch noch sehr viel Mahlschicht hier erhalten ist. Gerade am Ende der Rolle, das wusste man ja gar nicht, wie es aussieht dann am Ende der Rolle. Es wurde also vorher gar nicht komplett ausgerollt. Und da waren wir dann doch recht froh, dass das ganze Bild ja noch quasi wahrzunehmen, oder die Figuren wahrzunehmen sind, keine größeren Schäden in den Gesichtern da sind. Aber dennoch sind natürlich diese Fehlstellen in Summe sehr vielzählig und zudem auch sehr kleinteilig. Also es wird dennoch sehr viel Zeit hier in die Schließung der Fehlstellen dann auch hineinfließen an Zeit. Und als nach der Mahlschichtfestigung haben wir dann, oder während der Mahlschichtfestigung haben wir auch gleichzeitig schon ein paar Deformationen und Knicke planieren können. Und zudem haben wir mit der Oberflächenreinigung begonnen. Also wenn Sie hier einmal schauen, die rechte Hälfte ist bereits gereinigt und in der Mitte haben wir jetzt quasi das als Horizont gelassen, dass man links auf den ungereinigten Zustand sieht und rechts den Effekt reinigt. Könnt ihr mal übergeben an meinen Kollegen und machen wir schnell auf. Die Katharina geht schon, aber kann ich trotzdem weitermachen. Also ja, wir haben die Reinigung ausgeführt in der rechten Bildhälfte. Die haben wir mit Wasser gemacht. Und die nächsten Schritte, die jetzt anstehen würden, wäre eben die Reinigung auf der Rückseite und die weitere Planierung dieser Knicke, die ja alle durch Aufrollen oder größtenteils durch das Aufrollen entstanden sind und eben auch diese Fehlstellen verursacht haben. Nach der Reinigung der Rückseite wird es darum gehen, diesen Spannrand zu stabilisieren. Jetzt kann man ja sehen, dass der an vielen Stellen auch immer noch geknickt ist, Löcher hat von der originalen Aufspannung. Diese Löcher werden eben auch zu schließen und der Randbereich zu stabilisieren, weil das Gemälde ja am Ende wieder aufgespannt werden soll, damit es dann auch vernünftig präsentiert werden kann. Und dann würde auf der Vorderseite noch anstehen, diese ganzen kleinteiligen Fehlstellen wieder zu schließen durch eine Kittung, sodass wir wieder auf dem Mahlschichtniveau ankommen. Und dann werden die Fehlstellen retuschiert, sodass also das Bild als intaktes Ganzes erscheint. Was jetzt nochmal interessant sein würde und wird, ist das nochmal kunsthistorisch nochmal eher unter die Lupe zu nehmen. Wir hatten das vorhin das Gespräch, dass der Herr Dehler auch vom Albert Hiedum jetzt auch schon mal da war, der sich auch ein bisschen mit der Form von SKW-Seiten mit Sandro Schneider beschäftigt, weil bei diesem Gemälde die Personen, die wir hier vorfinden, sollen wohl zum Großteil oder alle in irgendeiner Form mit Schneider auch im persönlichen Bezug gestanden haben. Sind also alles solche Künstler, Kollegen und Freunde, die hier irgendwie mit verewigt sein sollen. Aber wir haben uns unterhalten, so genau können wir das jetzt auch noch gar nicht lokalisieren, wer hier wer sein soll. Ja. Das ist natürlich schwierig. Das wäre nochmal so ein Forschungsauftrag für die Zukunft, da genaues rauszufinden.